Hallo und herzlich willkommen zur 93. Folge unseres Die Sims 3 Let's Plays mit der Familie Poff in der 100 Baby Challenge. Ja, Sonnenaufgang, Freitag, die Kiddies müssen gleich zur Schule. Ich habe des Nächtens aber was angestellt, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar habe ich den Haushalt von Celine, also mit Benny und der... dem kleinen Hund, wie heißt der Hund? Irina, die habe ich hier hinziehen lassen, weil mir das mit dem Grundstück da nicht so ganz gepasst hat, wo es vorher war. Ich glaube, es war da, das habe ich dann abgerissen. Nur, dass ihr Bescheid wisst da. Erste Poff steht auf, in dem Fall ist das, glaube ich, Emma. Ja, Emma steht auf, wird auch gleich runterkommen, hat den Wunsch, etwas zu stehlen, den habe ich eingeloggt. Mal sehen, ob wir da dann erfüllen können. Julien Racket und Languid. Languid ist der Baby Daddy von Harry und Ian. Der, also mit Julienne Racket. So, wie weit sind die zwei? Ach, die brauchen noch. Das heißt, du kannst erstmal... Erster Kuss. An seinen ersten Kuss wird ein Sim noch lange zurückdenken. Plus 40 Laune. Ja, das mit dem Abschlussball wird ja wahrscheinlich nicht hinhauen. Das haben wir ja schon irgendwie gesehen. Was haben wir da noch drin hier? Limettenkuchen, der ist auf jeden Fall... wert zu essen. Also Qualität hervorragend. Hat Polly wieder super gezaubert. Was machen die anderen beiden? Da kommt George und Freya hat Stimmungsschwankungen. Okay. Der würde Freunde fürs Leben ist mir egal. Eine Wippe brauchst du auch nicht. Kannst dann also auch ein Stück Limettenkuchen essen. Und dann müsste Emma ja just in case Amy Bull. Ja, von mir aus case. Da kommt Freya. Auch da Limettenkuchen. Freundschaft mit Emma beenden. Also das finde ich immer noch Blödsinn. Nur weil man eine Stimmungsschwankung hat, müssen wir das nicht durchziehen. So, Polly müsste dann auch bald kommen. Da geht es los mit Harry. Hast du einen Wunsch mit Harry? Mit Harry plaudern. Dann wird George sich wahrscheinlich dann da kümmern. Denn er müsste ja der erste, nee, der zweite. Emma ist ja vorher gewesen. Emma ist fertig. Kann dann auf Toilette schon gehen. Wenn Harry sich um die Jungs kümmert, dann... kannst du dir auch ein Stück Limettenkuchen nehmen? Gattoso. Gattoso. So, wunschtechnisch, du möchtest mit Mutti plaudern. Ja, ihr kriegt gleich was zu essen. Maja. Need, need. Wer hat fertig mit deinem Limettenkuchen da? Jetzt ist er fertig. Brauchst nicht aufräumen. Du möchtest nämlich... da möchtest du plaudern. Also, Outfit auf Alltag wechseln.
mit ihm plaudern und dann auf den Boden füttern. Ihn war kitzeln. Dann machen wir doch das auch. Dann hast du was zu tun. Ah, Nuilak. Nuilo. So, Emma ist durch. Alltagsoutfit etwas stehlen. Dazu müsstest du jemanden besuchen. Finde ich auch. Also kleptomanisch mag ich halt auch überhaupt nicht als Attribut. Das ist etwas, was mir widerstrebt. Kuba G. Schulbus kommt bald. Die Liebe zwischen Julien, Racket und Languid ist erwacht. Hört man schon die Hochzeitsglocken läuten? Ich möchte jetzt auch noch mit Harry kuscheln. Na ja, gut. Dann kuscheln noch mit ihm und füttere ihn dann erst auf dem Boden. George hat soeben Harry hochgenommen. Er wird sich immer daran erinnern, wie unheimlich weich sich Harry in seinen Armen angefühlt hat. So, und dann hier war Plaudern und Kitzeln angesagt. Naja, gut. Dann mach das auch noch. So, und Mutti wird hier aufräumen. Harry kann dann, wenn er fertig mit Futtern ist, das Töpfchen benutzen. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass George die Interaktion da noch beendet und dann erst zur Schule geht. Na, jetzt kitzeln, auf den Boden füttern und dann zur Schule fahren. So, Mutti kann duschen gehen. Die Großen sind damit aus dem Haus raus. Und ihn darf dann, da das Töpfchen jetzt frei ist, danach da auch selbiges benutzen. Polly. Das mit der wunderbaren Party hat wohl nicht hingehauen in der letzten Folge. Naja, dann streichen wir das. Die Post war schon da. Geh schon mal hier hin. Hast du irgendwelche Wünsche mit hinsichtlich deiner Söhne? Nö. Na, die werden morgen zu Kindern, genau. Und wie lange haben die denn hier noch? 11 Tage. Das heißt, die sind 12,5 gerade. Teilzeitjob ist nicht. Mutti, während du da wartest. Oder du brauchst auch keine Textnachrichten verschicken.
Gibt es noch irgendwelche Leute, die keine besten Freunde sind? Das könnte man ja in der Zwischenzeit dann mal anstoßen. Da, Miranda Kindle. Damit sie jetzt nicht anfängt, irgendwie durchs Haus zu laufen und wieder auf Falten zu prüfen oder irgendwie sowas. Da hat sich ja irgendein Wunsch dann erfüllt. Über Sim-App jemanden kennenlernen brauchen wir nicht. Haben genug Sims hier in der Stadt. Du brauchst auch nicht mit der Konsole spielen. Du darfst jetzt das Töpfchen leeren. Der Schreibclub ist sehr erfreut, dass du solche Mühen auf dich genommen hast, um das Schreiben zu erlernen. Und wer weiß, vielleicht wirst du ja eines Tages mal ein berühmter Schriftsteller. Deine Schulleistung hat sich ebenfalls verbessert für George und Emma. Das Management der Geschäfts-Gebäude? Der Produktionsfirma ist sehr von dir beeindruckt. Du hast fleißig gearbeitet und warst sehr gelehrig. Das schätzt man an einem guten Arbeitnehmer. Zur Belohnung gibt es ein wenig Geld und bessere Schulnoten. Wie stehen die da aktuell? George ist auf gut, Freya auf sehr gut und Emma auf gut. Jetzt möchte Emma etwas kaufen. Das ist auf jeden Fall besser als stehlen. Wie viel? 100. Wir haben ja zuletzt gesehen, dass wir ein bisschen mehr Deko eigentlich brauchen könnten, gerade hier oben. Vielleicht kaufen wir uns hier mal ein Bild oder sowas. Deko. Oder mal wieder eine Topfpflanze. Wir könnten uns ja auch hier noch so ein... Nee, wisst ihr, was wir machen? Noch besser. Wir haben 9000. Das heißt, wir sollten eigentlich zumindest ein drittes Instrument anschaffen können. Shibata String Bass. Möchte, dass die Instrumente halbwegs zusammenstehen. Wir können ja auch das Laufband nach da schieben. Wir können uns dann den Bass kaufen. Das Bass, den Bass. Anstrich. Nee, das möchte ich eigentlich eher nicht. Lass uns mal so gucken, was wir da mit ja, ich glaube, das ist das Holz, was wir immer benutzt haben. So, wenn wir das dann da auch noch mal haben wir einen hübschen weißen Bass. Was ist das? Ach, das ist das. Da können wir ruhig auf Metalle lassen. Nehmen aber etwas Schöneres. Und was haben wir hier noch? So. Dann wäre der Wunsch erfüllt. Müssten dann nur noch bei Gelegenheit mal einen... stellt das mal hier mit hin. Bei Gelegenheit dann Schlagzeug kaufen. So, dein Wunsch, Emma, ist erledigt. So. Ja, Polly, hier, du wirst wieder darauf hingewiesen, dass du arbeitslos bist. Wo ist sie denn gerade? Ach, die leert das Töpfchen. Gut, wenn du Töpfchen geleert hast... Oh.
Haben wir Post bekommen? Jo. Dann nehmen wir auch gleich den Müll mit raus. Bring mal hier den Müll. Da ist ja kaum was drin. Den Müll rausbringen und dann die Post rausbringen. Mit reinbringen. Polly hat gerade in der Post ein Geschenk von Tim, also Tim Burre, dem Baby Daddy des zweiten Schwungs von Celine und Diane erhalten. Und Freya hat ein Geschenk von Benny erhalten. Benny, du bist verheiratet mit Celine. Und dann noch ein Brief von Polly für Rich Wohlauf. Bestimmt wird dich das jetzt überraschen, aber ich bin verrückt nach dir. Ich finde, wir sollten uns treffen und schauen, was passiert. Ich glaube nicht. So, Polly kommt rein. Dann werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Geschenke. Hippes Häschen. Das wäre doch was hier für das Kleinkinderzimmer bestimmt. Kriegt man das noch? Ein Hörjahr. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt so hip finde, das Häschen. Plastik und Gummi. Aber die Kleinen wird es bestimmt freuen. Und was haben wir hier? Zeichen der Zeit. Also das ist ja wohl ultra scheußlich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Vorsicht, Gartenzwerge? Wie heißt das Ding? Zeichen der Zeit. Müsste ja irgendwo unter Deko zu finden sein. 175. Hier sind wir im 80er Bereich. Das ist doch hier Deko alle. Sehe ich da mal wieder was nicht? Wenn wir direkt bei den Bildern gucken. Da. Wieso ist es bei den Bildern drin, aber nicht bei alle? Umgebung 3. Umgebung 3. Würde das hier hinpassen? Könnten sie auch hier hinhängen. Da wird die Gartenzwerge die Finger von unserer Schleifmaschine lassen. So, Gartenzwerge also unerwünscht. Kann man das noch? Nee, das kann man tatsächlich. Doch, das kann man tatsächlich färben. Aber das Gelb ist ja schon irgendwie cooler, so als Warnhinweis, ne? Oh, das gibt es auch noch in anderen Varianten. Was ist das denn da zum Beispiel? Vorsicht, Lamas, okay. Aber wir nehmen das mit dem Gartenzwerg da. So, Polly, was ist angesagt? Die Jungs können alles, ne?
Ich glaube, ihn war der. Ja, man kann mit ihm plaudern. Aufs Töpfchen gehen können sie auch alleine. Und laufen können sie auch. Das haben wir gesehen. Das heißt, du hast eigentlich jetzt 4 Stunden Training vor dir, denn das sollst du als Gelegenheit ja erledigen. Dann geh halt trainieren, nachdem du das Töpfchen benutzt hast. Aber natürlich zusehen, Polly. Wie du wahrscheinlich gleich auf dem Laufband hinfliegst, genau. Aber immerhin warst du nicht im Fitnessstudio, hat keiner gesehen. Da nochmal. Darfst aber auch schneller laufen. Dein Sim hat einen gesegneten Appetit und ein paar Pfund zugelegt. Den Anblick ihres veränderten Profils im Spiegel wird sie nicht so schnell vergessen. Ja, Polly, das passiert, wenn man auf der Partnervermittlungsparty irgendwie dreimal zugreift beim Essen, obwohl man schon gesättigt war und dann das Moodlet vollgestopft bekommt. Polly Poff hat die Grundlagen des Gebiets Athletik begriffen. Sie wird sich immer in den Augenblicken erinnern, als alles plötzlich klar war. Manche Sims trainieren bloß, um ein paar überflüssige Funde loszuwerden und am Strand eine einigermaßen gute Figur zu machen. Für andere sind Fitness und Gesundheit das Wichtigste überhaupt. Es wird Zeit, in eine gute Sportausrüstung zu investieren. Polly hat jetzt auch die Option, schweißfrei zu trainieren. Da möchte sie Schriftstellerin werden. Joggen gehen wird wahrscheinlich nicht passieren, weil sie ja. Ja, vielleicht morgen, wenn die Jungs zu Kindern werden, dann kann sie auch das Haus wieder verlassen. Na, kriegt sie die 4 Stunden überhaupt durch? Ich glaube eher nicht. Wir haben jetzt ja schon fast die Hälfte und das sieht mir nicht wie 2 Stunden aus. Polly Athletik Level 2 hätte ich vor 90 Folgen nicht geglaubt, dass das überhaupt passieren würde. Gib alles, Polly, los. Aber nicht abnehmen. Wir mögen dich so, wie du bist. Emma Poff würde gerne mit zu Vicente Castor gehen. Nee, wenn der zu uns kommen würde, wäre das okay, aber so rum nicht. Jetzt möchte sie einen Trockner kaufen. Das wird auf gar keinen Fall passieren. Kyle Bayless geht mit zu George, also kommt hierher, das ist okay. Und da müsste Polly dann ja auch gleich durch sein. Ja, das reicht gerade mal für 3 Stunden. Da kommt sie doch auch runter. So, dann bist du ja eine kleine Stinkmorchel und musst eigentlich duschen gehen.
dann erledige das hier gleich mal. Und danach möchtest du Schriftstellerkarriere? Ich glaube nicht. Ich weiß halt nicht, ob man das darf für die Challenge. Schriftsteller, Maler etc. Ob man sich da anmelden darf. Von daher nein, das wird nicht passieren. Wie sieht es hier unten aus? Ihr seid auf dem Nachhauseweg. Ach, ist diese Wünsche, wenn sie ihre Stimmungsschwankungen haben. Aber George möchte das auch. Vielleicht hätte ich den Wunsch doch nicht wegklicken sollen. Hätten wir sie beide heute Nacht auf den Friedhof schicken können. Da ist irgendwas schlecht. Was ist da schlecht geworden? Fragen wir mal so. Die Frühlingsrollen. Das heißt, Mutti muss heute auch kochen wieder. Da kommen die. Das ist Kyle. War Kyle nicht Emmas? Jo, das heißt, du darfst Hausaufgaben machen mit Kyle. Und dann machst du halt Hausaufgaben mit George. Da kommt Mutti, räumt das verdorbene Essen jetzt hoffentlich raus. Warum sie das jetzt in den schmeißt und nicht in den großen hier? Das verstehe ich auch nicht. Da hast du den Wunsch, ihn zu kitzeln, aber der spielt gerade schön am Musikinstrument, also lass ihn. Die Lieblingsgerichte, du möchtest mit Mutti plaudern. Wasserrutsche kaufen wir nicht. Das wird passieren. Lieblingsgerichte wollten wir gucken. Mutti ist frischen Chips, Emma auch. Du warst was? Hummer Thermador. Und das war Dim Sum. Naja, dafür reicht es aber bei Mutti noch nicht. Was haben wir denn überhaupt noch drin? Ein paar Kürbisse. Das heißt, wir könnten Ratatouille zum Beispiel machen. Oder erst nochmal gegrillten Käse. Klebrige Carbonara. Aber es sind diese Billow-Gerichte, die dann keine wirklich gute Qualität erzielen. Da ich aber gerade Bock auf Mac and Cheese hätte, nachdem ich es gelesen habe, muss ja auch nicht immer die Lieblingsgerichte geben. Ne? Sonst gehen die einem ja irgendwann auf Senkel. Aber Mac and Cheese könnte auch eine der anderen, der kleinen, machen. Hier, mach mal Shawarma. Oh. So, da wird jetzt fleißig Hausaufgaben gemacht. So wie Mutti das gerne sieht. Hat sie selber früher nicht gemacht, aber bei den Kindern passt sie auf, ne? Genau so ist es nämlich.
Shem. Zebeldon. Rugo. Ah. Ah. Ja, Mutti fleißig am Kochen. Jetzt geht das ab in den Ofen. Justin Case. Party-Einladung. Gucken, ob ich den jetzt auf die Schnelle finde. Da ist er doch. Ein alter Freund. Auch vielleicht schicken wir Polly dahin. Lass doch mal die Einladung angucken. 21 Uhr. Klar, wir kommen. Wahrscheinlich nicht. Aber man kann ja mal so tun, als ob. Wobei das halt auch fies ist, ne? Bei einer Party zusagen, die Leute bereiten dann Essen vor und dann einfach nicht auflaufen. Also mein Ding wäre es nicht, aber das hier ist ja nur ein Spiel. Na Mutti, wirst du noch fertig da? Mutti wird fertig. Shawarma. Oh, lecker. Könnte ich jetzt auch drauf. Und das, ihr Lieben, wär's dann für diese Folge, von der ich hoffe, dass sie euch gefallen hat, euch auch das nächste Mal dabei sein lässt, nachdem ihr Shawarma gegessen habt. Was mich sehr freuen würde, also wenn ihr Shawarma esst, aber auch wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und freuen würde mich natürlich auch, wenn ihr dran denkt, Like und gegebenenfalls Abo dazulassen. Macht's gut, euer Palzi.